Jesiden auf der Flucht vor der Terrormiliz Islamischer Staat. Diese Bilder ein Hilferuf an die Welt. Die Jesiden sind eine kurdischsprachige religiöse Minderheit. Die meisten leben im Irak, in Syrien und in der Türkei. Weltweit wird die Zahl der Jesiden auf 800.000 geschätzt. Viele sind auf der Flucht. Dieser Mann ist zwar mit dem Leben davongekommen, hat in den letzten Tagen aber dennoch alles verloren. Die islamistischen Extremisten sehen in ihnen Teufelsanbeter, Ungläubige. Ihre Religion ist Jahrtausende alt. Eine zentrale Schrift wie Bibel oder Koran kennen die Jesiden nicht. Sie folgen einer mündlichen Überlieferung. Bereits in den 80er Jahren verließen viele Jesiden aus Sorge vor Repressionen ihre Heimat und kamen nach Deutschland, wo sie als Flüchtlinge anerkannt wurden. Geschätzt 60.000 Jesiden leben heute hier, mehr als in jedem anderen Land Europas. Sie verfolgen den Überlebenskampf ihrer Angehörigen im Nordirak. Frau Tolan, warum geht IS besonders hart gegen die Jesiden vor? Diese Bestien haben diese völlig verquere Vorstellung, dass wir Anbeter des Bösen sind, dass wir Ungläubige sind. Und Ungläubige sind die allerunterste Stufe. Und wir stehen als Jesiden auch noch mal unter den Christen. Uns gilt es vollkommen auszulöschen. Das ist deren erklärtes Ziel. Und ich meine, mit 500.000 Flüchtlingen auf einmal und 800.000 insgesamt, kommen Sie dem Ziel eigentlich jetzt im Irak, wenn uns keiner hilft, auch sehr, sehr nah. Gab es irgendwie eine Ankündigung, gab es irgendwie eine Vorwarnung, dass das passieren könnte? Als Mosul dann angegriffen wurde, ja, hat man sich eigentlich vorbereitet. Einigen Kämpfern, also wir haben eine jesidische Verteidigungseinheit. Teilweise wurden denen die Waffen abgenommen, dass gesagt wurde, dass die jetzt den Schutz übernehmen, die Peschmerga, von denen rede ich jetzt. Also es gab eine Art Vorbereitung und dann am 2.8., als es dann plötzlich passiert ist, waren sie dann doch überrascht mit der Brutalität, die diese Terroristen angegriffen haben. Sie haben von allen Seiten angegriffen. Und was dann passiert ist, es wurde festgestellt, dass die Kasernen leer waren, die Peschmerga waren weg. Und das haben wir auch von direkten Berichten von Qasem Şeşo, dem Führer der jesidischen Verteidigungseinheit. Und da wurde eindeutig unser Vertrauen gebrochen. Und das muss jetzt unbedingt wieder aufgebaut werden. Die Peschmerga und die kurdische Regionalregierung hat sehr, sehr viel zu tun, um jetzt wieder unser Vertrauen zurückzugewinnen. Wir wurden alleine gelassen. Es war die jesidische Zivilbevölkerung, die übrig geblieben ist. Sie hatten kaum Waffen und haben dann verzweifelt versucht, gegen diese bestens ausgebildeten und bestens bewaffneten Menschen anzugehen. Deswegen ist auch erst die Situation in den Bergen entstanden. Diese panische Flucht. Tausende Jesiden flogen in das Shingal-Gebirge, um Schutz zu suchen. Das war die einzige Möglichkeit, die noch blieb. Sie leben in Berlin, sind in Oldenburg aufgewachsen, wo eine große jesidische Gemeinde hier im norddeutschen Oldenburg zu Hause ist. Wie halten Sie Kontakt? Was haben Sie von diesen Gräueltaten erfahren? Es ist grauenhaft. Wir haben telefonischen Kontakt, regelmäßig, jeden Tag. Als Zentralrat der Jesiden kommen halt auch viele bei uns, zu uns in die Gemeinde, ins Gemeindehaus und telefonieren mit ihren Verwandten. Und ich habe jetzt auch kürzlich Interviews gesehen, die mein Bruder geführt hat im Norden Iraks. Es wiederholt sich immer wieder, diese Gräueltaten, diese Berichten. Und es ist unfassbar, was dort passiert. Also wir hören von Männern, die in der Reihe aufgebaut wurden und dann einer nach dem anderen abgeknallt wurde. Aber das ist eine Sache. Ich habe einen Bericht gesehen, da hat von einem Mann, der in Girzarik, eines der Dörfer, das als erstes angegriffen wurde, er hat gezeigt, wie die Terroristen in die Menge geschossen haben, und zwar blind. Einfach so in die Menge, und zwar in die Menge von Kindern, Frauen und so weiter. Die machen da keinen Unterschied. Wie ein Gärtner, der da jetzt seine Gießkanne auf dem Rasen verstreut. Und die grausamsten Sachen, die wir gehört haben, es ist widerlich, wie sie dann Kinder ausziehen, sie verstümmeln.
ihre Köpfe abschlachten. Es ist, wir haben von einer Frau gehört und von einem Mann und wieder von jemand anderem. Da wurden Personen an zwei Autos angebunden und dann hat man diese Autos auseinandergerissen, bis sie dann in der Luft zerfetzt wurden, diese Brutalität. Das sind keine Menschen, es ist so widerlich, was sie unseren Brüdern und Schwestern angetan haben und diese Bilder, die wir dann miterleben müssen und unsere traumatisierten Menschen, es gibt kein Zurück mehr. Wir sind tief geschockt und wir wissen nicht, wie wir diese Schreckensbilder überwinden können. Als viele der Jesiden dann tatsächlich auch wirklich in das Shingal-Gebirge geflüchtet sind, weil das die einzige Chance war, hatten Sie in dem Moment Kontakt dorthin? Wir hatten Kontakt in den Bergen, ja, zu den Menschen und sie haben sich ja teilweise bis zu 10 Tage da aufgehalten. Eine Frau hat dann berichtet, sie waren insgesamt 7 Tage in den Bergen. Und sie sind ja meistens nur geflohen mit den Kleidern, die sie anhatten. Und sie hatten keinen Zugang zu Wasser, sie hatten keinen Zugang zu Essen. Kinder, hunderte von Kindern sind täglich verdurstet. Und alte Menschen mussten an den Seiten liegen gelassen werden, weil man schnell fliehen musste. Und sie sind in dieser Grausamkeit, in dieser Enge verendet, bis dann endlich irgendwann viel zu spät Hilfe kam aus der Luft. Und oft sind auch Wasserflaschen an der Luft auf dem Boden zerplatzt, weil sie aus großer Höhe abgeworfen wurden. Die Geschichten, die wir gehört haben und die Schreie, die sind jetzt noch in meinen Ohren. Diese Klageschreie der Frauen, die dann ihre eigenen Kinder beerdigen mussten, die ihre toten Kinder noch mit sich getragen haben. Eine Frau, die Zwillinge auf die Welt gebracht hat und sich dann entscheiden musste, nimmt sie jetzt beide mit und beide sterben oder schafft sie es vielleicht eines zu tragen und hat dann ein Kind, musste sie dann liegen lassen, diese Entscheidung treffen zu müssen, weil sie vollkommen verzweifelt sind, weil sie nichts hatten und weil sie die ganze Welt alleine gelassen hat. Das ist unvorstellbar. Über diesen Punkt, die ganze Welt alleine gelassen, da werden wir gleich noch mal ein bisschen drüber reden. Herr Raimond war da, hat einen Hubschrauberflug begleitet, um Flüchtlinge vom Bergmassiv zu retten. Dabei hat er Bilder gemacht, die dann wirklich endlich mal darauf aufmerksam gemacht haben, die aber auch natürlich schrecklich sind. Bilder, die um die Welt gingen. Wir spielen sie jetzt noch mal ein, Herr Raimond. Sie sollten was dazu sagen und es noch mal erklären. Ja, das sind ja die erste Runde dieses Helikopterflugs, wie Wasser aus dem Hubschrauber geworfen wird. Man fragt sich natürlich, warum landen die nicht und laden einfach aus? Und man sieht es dann bei einer Landung, drängen Menschen auf den Helikopter zu. Das ist noch ein erster, etwas außerhalb, eine erste Landung. Und in dem Moment, wo dieser Helikopter aufsetzt, versuchen hunderte Menschen einzusteigen. Die Soldaten blockieren die Türen, versuchen nur Kinder durchzulassen. Ansonsten wäre dieser Helikopter überfüllt mit Männern, weil die am schnellsten laufen und am stärksten hineindrängen. Da war jetzt eine alte Frau im Bild, die versucht hat einzusteigen. Die wurde von Männern so gedrängt von hinten, dass sie beinahe unter den Helikopter gedrängt worden wäre. Das ist absolute Panik, Angst ums eigene Überleben, das hier bei allen Menschen abläuft, die in der Nähe der Helikopter landet. Da gibt es kein geplantes, wie organisieren wir diesen Abflug. Der Helikopter setzt auf für 90 Sekunden. Man versucht, möglichst viele Kinder und alte Menschen hineinzubekommen. Und dann hebt der Helikopter wieder ab. Hier sieht man, wir waren unter Beschuss, sowohl beim Hinflug als auch beim Rückflug, weil dieser Berg umstellt war von IS-Einheiten. Und es ist wirklich ein Horror, den man sich so nicht vorstellen kann. Es waren jetzt kurz zwei Mädchen im Bild in diesem Helikopter, die am Rückflug nach ihren Eltern gerufen haben und dann einem Soldaten vorgeworfen haben, er habe ihren Vater aus dem Helikopter geworfen. Der hat an der Tür gekämpft, dass Kinder reinkommen, hat nicht gesehen, dass der Vater seine Töchter an Bord gebracht hat und als der Vater selbst einsteigen wollte, hat ihn der Soldat hinausgeschmissen.